Servus zusammen, es ist Freitag, der 13. abends kurz vor 6. Bevor ich gleich in DAX gehe, hier nochmal der Hinweis auf die Geschichte, die am Dienstag stattfindet um 18 Uhr über Finanzen.net. Ich stelle den Link nochmal hier bei YouTube rein, da haben sich schon ziemlich viele angemeldet. Ich weiß nicht, ob es da eine Begrenzung gibt, keine Ahnung. Es wird wohl eine Aufzeichnung geben. Das vorab, ich vergleiche die verschiedenen großen Indizes mit den Jahren 22 im Oktober und 23 im Oktober. Da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die will ich zumindest mal rüberbringen. So, und jetzt gehen wir DAX. So, und jetzt sind wir hier beim DAX. Am Mittwoch habe ich gesagt, dieses 38er hier, von dieser Bewegung, das 38er Fibo-Level, hat jetzt dreimal gehalten, ist ganz gut. Ob es das als Sprungbrett benutzt, ist nicht sicher. Wichtig war für mich, dass die 20-Tage-Linie erstmal eine kleine Bremse ist. Und das hatten wir gestern. Trotzdem, wir sind heute rüber. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Und das hier ist das Gap vom, wann war das, 3.9. Da sind wir so bei 18.762. Im Moment handeln wir bei 18.700. Ist vor dem All-Time-High der einzige Widerstand. Die Bänder sind sehr schön wieder zusammengegangen. Das war zu sehen, als wir hier entgegen der Bewegung mal ein bisschen nach oben gedreht haben. Die sind dann sehr schön zusammengegangen. Die Volatilität ist greifbar im Sinne von auf jeden Fall vorhanden, muss man ja schon aufpassen, wenn dann auf einmal irgendwie eine VW sogar steigt oder halt so Geschichten mit Commerzbank jetzt im Laufe dieser Woche. Aber die Volatilität ist nach wie vor vorhanden. Der Markt hat meines Erachtens nach, wie gesagt, das hier als Widerstand, ne, die 18.760 ungefähr und danach nur das All-Time-High bei 18.990. Von der kurzen Technik her, sprich tagestechnisch, sind wir hier ein bisschen positiver geworden. Und das war am Freitag, am Mittwoch war das hier nach unten drunter. Die Stochastik hat gedreht. Also von hier und hier habe ich grundsätzlich positive Signale in Verbindung mit der überbotenen 20-Tage-Linie. Also ich muss ihm konzidieren, der kann noch mal hier hochgehen. Der kann es sogar, wenn irgendwas mit der Fed ist, das ist glaube ich Dienstag oder Mittwoch, bin mir nicht ganz sicher, kann der auch noch mal ein bisschen explodieren. Das ist möglich. Auffallend war für mich, ihr wisst, ich gucke mal auf den Spread zwischen dem Nasdaq und dem DAX. Am Montag letzte Woche war die Nasdaq lediglich 80 Punkte über dem DAX. Heute hier und jetzt sind schon wieder 800 Punkte. Das ist unglaublich, wie das Ding hin und her geht. Jetzt kann man sich überlegen, okay, der Nasdaq ist heftig gestiegen, zieht deswegen der DAX mit hoch. Ich sehe keine neuen Anschlusskäufe. Ich sehe das einfach nicht. Deswegen, ich gebe ihm den Weg hier. Da liegt auch das obere Band am All-Time-High ziemlich genau auf dem gleichen Niveau. Aber das muss ihm erst mal beweisen, dass er da durchgeht. Ich finde das irgendwie, ja, es geht mir zu langsam. Ja, es ist irgendwie, da ist kein Drive drin. Aber ich darf das nicht unterschätzen, dass wir hier durchaus die Möglichkeit haben, vor dem Hintergrund von irgendwelchen Zinsentscheidungen von Paul nächste Woche auch mal schneller nochmal hochzugehen. Ich habe Puts auf den Index. Ich habe mich diesmal für 18.400 entschieden. Die Volatilität, denkt bitte an den letzten Film, ist von 18,10 auf 16,3 runtergegangen. Das macht eine Menge aus in den Schein, deswegen habe ich es jetzt wieder gekauft. Ich rechne nach wie vor mit einer weiter steigenden, insgesamt weiter steigenden Volatilität mindestens bis zur Wahl. Ich habe also kleine Puts im Index, aber ich habe dagegen jede Menge Aktienpositionen. Ich bin long in Hugo Boss, in Nordex, in Bayer, in Lufthansa, in Paramount Global, in Adolf Dassler, sogar in Evotech. Und deswegen, mir wird es eigentlich passen, wenn er nochmal ein bisschen hoch geht. Index im Moment grundsätzlich positiv 1,0, positiv 2,0, über der 20-Tage-Linie positiv 3,0. Die 200-Tage-Linie liegt besser oder steigt weiter. Sieht okay aus, der darf gerne nochmal seinen Weg hier oben machen und da muss er sich dann entscheiden, macht er da einen Doppeltop oder nicht. Also im Moment, heute hier und jetzt, sollte ich nicht short gehen. Ich habe es gemacht, aber ich habe genügend andere Long-Positionen dagegen. So, ach ja, richtig. Ich mache Urlaub. Und zwar vom Freitag nächste Woche, das heißt am Donnerstag, am Mittwoch gibt es den letzten Film. Dienstag mache ich das Webinar mit Finanzen.net, Mittwoch den letzten Film und Donnerstag mit dem Falk und Arne Elsner. Und vor dem Hintergrund wird es dann 3 Wochen lang keine Filme geben.
Aber das heißt ja nichts. Ihr wisst, was passiert, wenn ich nicht da bin, dann springt der Markt. Also viel Spaß damit. Ciao. Ach so, nee, hier doch die Scheine. Die jetzt hab ich beinahe vergessen. Es sind auch die Scheine hier. Das sind die gleichen Scheine wie letzte Woche. Lediglich die Hebel haben sich deutlich geändert. Ja, die Hebel bei den Calls sind geringer geworden und bei den Puts sind sie jetzt höher geworden. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie was Nennenswertes zu ändern. Ich lasse die genauso drinne oder stelle die genauso vor, wie ich mir das denke. Also in diesem Sinne, alles Gute, Happy Trading, fette Beute, bye bye.